Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich hatte die Freude, an der Reise, die Außenminister Maas hier schon angesprochen hat, ebenfalls teilnehmen zu können, als einer von drei Bundestagsabgeordneten, die diese Reise begleitet haben. Und während in der Öffentlichkeit überwiegend nur über kaputte Flugzeuge bei dieser Reise berichtet worden ist, finde ich, dass das der Leistung all der Menschen, die dort unten ihren Dienst leisten, sei es in militärischen, sei es in zivilen Organisationen, Unrecht tut. Denn es lohnt durchaus, hier mal genauer hinzuschauen und sich nicht mit irgendwelchen Scheindebatten an dieser Stelle zu begnügen. Wir dürfen dabei dieses MINUSMA-Mandat, über das wir heute reden, auch nicht isoliert betrachten. Auch das ist in den Worten des Außenministers richtigerweise zum Ausdruck gekommen. Wir haben zum einen dieses MINUSMA-Mandat im Norden, GAU, das dafür da ist, dass dort die Entwicklung gesichert werden kann. Wir haben außerdem noch die Ausbildungsmission EUTM Mali, über die wir heute Nachmittag noch reden. Und wir haben natürlich auch das zivile Engagement unserer NGOs, aber auch anderer NGOs. Und wir hatten auch die Gelegenheit, mit Vertreterinnen und Vertretern der GIZ und auch von KfW dort unten zu sprechen. Und was dort völlig klar ist, dass dieser Einsatz eben auch tatsächlich vernetzt ist. Ohne die Sicherheit, die die Soldatinnen und Soldaten dort unten garantieren, gibt es eben kein ziviles Engagement. Und ohne das zivile Engagement dort unten gibt es auch keine Perspektive, dass wir jemals auf das militärische Engagement verzichten können. Deshalb brauchen wir an dieser Stelle beides. Und dieser Einsatz MINUSMA im Norden Malis ist in vielerlei Hinsicht ein sehr schwieriger Einsatz. Das fängt beim Klima an, fängt aber auch bei der Sicherheitslage weiter. Und ich muss sagen, es war mein erster Besuch in einem Bundeswehrcamp im Ausland, wenn man das erste Mal an einem Ehrenhain steht, an dem man auch tatsächlich den Tod deutscher Soldaten betrauern muss, ist das schon ein Gefühl, bei dem man die gesamte Verantwortung, die wir als Bundestagsabgeordnete bei diesen Entscheidungen tragen, auch spürt und auch richtigerweise spürt. Denn unser Ansatz muss es sein, dass wir dafür Sorge tragen, dass die Soldatinnen und Soldaten gesund wieder nach Hause kommen können. Wir haben es aber auch ganz hautnah erlebt, indem nämlich vier Tage vor unserem Besuch bei der EU-Ausbildungsmission ein Anschlag auf dieses Lager ausgeübt worden ist, bei dem es auch Tote gegeben hat. Bei den deutschen Bundeswehrsoldaten ist Gott sei Dank niemand zum Schaden gekommen. Aber das zeigt eben auch diese Mission im Herzen Malis in der Nähe von Bamako, der Hauptstadt, ist nicht ohne, ist eine sehr gefährliche Mission. Und deshalb, glaube ich, müssen wir als Deutscher Bundestag auch unseren Soldatinnen und Soldaten hier den Rücken stärken. Und das ist auch eins, was für mich wirklich beeindruckend gewesen ist. Wenn man mit den Soldatinnen und Soldaten, aber auch den Bundespolizisten vor Ort einmal redet über die Frage nach der Sinnhaftigkeit dieses Einsatzes, muss ich sagen, war ich persönlich noch nie so von dem Sinn eines Einsatzes überzeugt wie von diesem. Jede Soldatin, jeder Soldat, jeder Bundespolizist, mit dem man sich dort unten unterhalten hat, hat gesagt, wir tun hier eine gute Arbeit, wir tun eine notwendige und eine sinnvolle Arbeit. Und deshalb sollten wir als Deutscher Bundestag hier, wie gesagt, unseren Soldatinnen und Soldaten und Polizisten auch entsprechend den Rücken stärken. Wir haben auch erlebt, dass die Sicherheitslage in diesem Land leider tatsächlich immer schwieriger wird, insbesondere auch im Zentrum. Wir haben zunehmend Anschläge in der Nähe von Bamako. Erst vor zwei Wochen gab es wieder einen verheerenden Anschlag mit über 150 Toten. Und das wird auch die Aufgabe sein, wie können wir dafür sorgen, dass wir eben in dem gesamten Land Mali oder zumindest in dem zivilisierten Teil davon, dem besiedelten Teil davon, möglichst hohe Sicherheitsstandards herstellen können. Das wird nicht einfach, aber MINUSMA ist an dieser Stelle völlig klar ein Beitrag dazu und die Union wird an dieser Stelle entsprechend der Verlängerung auch zustimmen. Lassen Sie mich an dieser Stelle noch zwei persönliche Bemerkungen machen. Das eine habe ich eben schon zum Ausdruck gebracht, mein erster Besuch von Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten in diesem Camp in GAU. Ich möchte hier zum einen ganz herzlich für den Einsatz danken, der dort geleistet wird. Es ist eine fantastische Arbeit, die dort gemacht wird. Die internationale Zusammenarbeit mit anderen Soldatinnen und Soldaten funktioniert hervorragend. Die deutschen Soldatinnen und Soldaten werden über die Maßen geschätzt für ihre Arbeit. Und ich glaube, das sollten wir als Deutscher Bundestag auch entsprechend honorieren und zum Ausdruck bringen. Und ich bedanke mich an dieser Stelle auch ganz herzlich noch einmal für die Gastfreundschaft, die wir an diesem Tag in diesem Camp erleben durften. Und meine zweite Bitte ist, und das ist mir ein Herzensanliegen, es war nicht nur mein erster Besuch bei einem Bundeswehrlager im Ausland, sondern auch der erste Besuch in Afrika. Und es fällt eigentlich unmöglich, diesen Kontinent nicht zu mögen, wenn man die Menschen in Afrika einmal persönlich
erlebt hat. Und deshalb möchte ich an uns appellieren, an uns im Hohen Haus, dass wir, wenn wir über Afrika reden, nicht immer nur über die Probleme reden, über das, was nicht funktioniert, über das, wo Krieg, Sicherheit, Krisen, Gesundheitsprobleme da sind, sondern dass wir als Bundestag auch versuchen, die Dinge, die in Afrika unbestritten positiv laufen, wo wir eine Perspektive für diesen Kontinent haben, unterstützen, auch dazu einen Beitrag leisten, das sicherzustellen. In diesem Sinne werden wir diesem Mandat zustimmen, der einen Teil dazu beiträgt, dass dieses Land Mali eine positive Entwicklungsperspektive haben wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Der nächste Redner, der Kollege Bijan Giasarai, FDP-Fraktion.